Die Oralchirurgie ist ein spezialisiertes Gebiet der Zahnmedizin, das sich mit der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen, Verletzungen und Fehlbildungen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich befasst. Zu den häufigsten oralchirurgischen Eingriffen gehören Zahnextraktionen, Weisheitszahnentfernungen, Kieferknochenrekonstruktionen und Implantachirurgie. Wenn Sie sich einer oralchirurgischen Behandlung unterziehen, ¼-SN, ist es wichtig, die Verfahren und den Genesungsprozess zu verstehen, um sich optimal darauf vorzubereiten und eine erfolgreiche Genesung zu gewährleisten. In diesem Video werden wir verschiedene oralchirurgische Verfahren und den damit verbundenen Genesungsprozess genauer betrachten, um Ihnen einen Einblick in die Welt der Oralchirurgie zu geben und Sie auf Ihre bevorstehende Behandlung vorzubereiten. Arten von oralchirurgischen Verfahren. 1. Zahnextraktion. Eine Zahnextraktion ist der Vorgang, bei dem ein Zahn aus dem Zahnfach entfernt wird. Dies kann aus verschiedenen GRA¼-Den erforderlich sein, wie Z. B. Fortgeschrittene Karies, Zahnfleischerkrankungen oder Platzmangel im Kiefer. Die Zahnextraktion kann unter artlicher Beta-Übung oder in einigen Fällen unter Vollnarkose durch ¼-HRT werden. 2. Weisheitszahnentfernung. Weisheitszahne sind die letzten Z-Ahne im Gebiss und können häufiger zu Problemen wie Schmerzen, Karies oder Enzer¼-Endungen FA¼-Rennen. In solchen Fällen ist eine Weisheitszahnentfernung erforderlich, um weiteren Schaden im Mundraum vorzubeugen. Die Weisheitszahnentfernung kann unter artlicher Beta-Übung oder Vollnarkose durch ¼-HRT werden, abhängig von der Komplexität des Eingriffs. 3. Kieferknochenrekonstruktion. Bei Patienten mit fortgeschrittener Kieferknochenatrophie kann eine Kieferknochenrekonstruktion erforderlich sein, um die Struktur des Kiefers wiederherzustellen und die Voraussetzungen FA¼-leer die Implantachirurgie zu schaffen. Dieser Eingriff kann mit Hilfe von Knochenblocktransplantaten, Knochenersatzmaterialien oder Knochenwachstumsfaktoren durch ¼-HRT werden. 4. Implantachirurgie. Die Implantachirurgie ist ein Verfahren, bei dem ¼-N-ästliche Zahnwurzeln in den Kieferknochen implantiert werden, um fehlende Z-Ahne zu ersetzen. Dieser Eingriff erfordert eine präzise Planung und Durchvereinviertelung, um eine erfolgreiche Integration der Implantate zu gewährleisten. Die Implantachirurgie kann je nach Bedarf mit oder ohne Knochenaufbau durch ¼-HRT werden. Genesungsprozess nach oralchirurgischen Eingriffen. Nach einem oralchirurgischen Eingriff ist es wichtig, den Anweisungen Ihres Zahnarztes oder Oralchirurgen genau zu folgen, um eine reibungslose Genesung zu gewährleisten. Hier sind einige allgemeine Richtlinien FA¼-leer den Genesungsprozess nach oralchirurgischen Eingriffen. 1. Ruhe und Schonung. Nach dem Eingriff ist es wichtig, ausreichend Ruhe zu nehmen und körperliche Anstrengungen zu vermeiden, um die Heilung zu ¼-zehn. Vermeiden Sie es, schwere Gegensteende zu heben oder anstrengende Aktivitäten auszuvereinviertlern, die die Wundheilung beeinträchtigen kann. 2. KA¼-Lung. Um Schwellungen und Schmerzen zu lindern, können Sie einen KA¼-Lendenumschlag auf die betroffene Stelle auftragen. Verwenden Sie einen KA¼-Hellbeutel oder ein gefrorenes GEMA¼-Seebeutel, um die Schwellung zu reduzieren und Schmerzen zu lindern. 3. Schmerzmittel und Antibiotika. Ihr Zahnarzt oder Oralchirurg wird Ihnen möglicherweise Schmerzmittel oder Antibiotika verschreiben, um Schmerzen zu lindern und Infektionen zu verhindern. Nehmen Sie die Medikamente wie verschrieben ein und konsultieren Sie bei Bedenken Ihren Arzt. 4. Ernährung. In den ersten Tagen nach dem Eingriff ist es wichtig, weiche und leicht verdauliche Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, um den Heilungsprozess nicht zu beeinträchtigen. Vermeiden Sie Haie, scharfe oder feste Lebensmittel, die die Wunde reizen können. 5. Mundhygiene. Halten Sie Ihren Mund sauber, aber vermeiden Sie es, direkt A¼-BER die Operationsstelle zu SPA¼-LEN oder zu BA¼-STEN, um die Wundheilung nicht zu starren. Ihr Zahnarzt wird Ihnen Anweisungen geben, wie Sie Ihre Mundhygiene am besten aufrechterhalten können. 6. Nachsorgeuntersuchungen. Planen Sie regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen bei Ihrem Zahnarzt oder Oralchirurgen ein, um den Heilungsverlauf zu A¼ bewachen und eventuelle Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Mit diesen Richtlinien und Informationen können Sie sich besser auf Ihren oralchirurgischen Eingriff vorbereiten und wissen, was während des Genesungsprozesses auf Sie zukommt. Denken Sie daran, Ihren Zahnarzt oder Oralchirurgen bei Fragen oder Bedenken zu konsultieren, um eine optimale Betreuung und ¼-Zung zu erhalten.
Zusammenfassend lässt es sich sagen, dass die Oralchirurgie ein wichtiges Fachgebiet der Zahnmedizin ist, das eine Vielzahl von Verfahren umfasst, um Erkrankungen und Verletzungen im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich zu behandeln. Durch das Versta-NDNIS der verschiedenen oralchirurgischen Verfahren und des Genesungsprozesses können Patienten sich besser auf ihren Eingriff vorbereiten und eine erfolgreiche Genesung gewährleisten. Denken Sie daran, die Anweisungen Ihres Zahnarztes oder Oralchirurgen genau zu befolgen und regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, um eine optimale Betreuung zu erhalten.